Wenn es nachher nicht besser wird, dann gehe ich nachher zum Arzt und lass mich für morgen krank schreiben. Krank schreiben? Der Heinze, der flippt aus, ey. Mir geht's nicht gut, was soll ich dann machen? Der Chef kommt, der Chef. So, was ist hier los? Kaffeeklatsch, Gewerkschaft. In 2 Stunden kommt hier Ware, dann möchte ich hier nichts mehr sehen. Macht hinne, verdammt nochmal. Okay, 90 zu 60. Der Blutdruck ist sehr niedrig. Wahrscheinlich ist ihm deshalb auch schwindelig geworden. Meinen Sie, mein Baby geht's gut? Ja, soweit ist alles gut, kannst du schon mal draußen die Tragen vorbereiten, ja? Okay. Ja, um mit sicher zu gehen, dass es Ihnen gut geht und auch Ihrem Ungeborenen, müssen wir Sie unbedingt ins Krankenhaus nehmen, ja? Das ist wichtig. Moment. Soll das heißen, Sie wollen Frau Schuster jetzt mitnehmen? Passt mir ehrlich gesagt gar nicht. Also, Herr Heinze, wir müssen für Frau Schuster und das Ungeborene jedes Risiko ausschließen. Alles andere wäre fahrlässig. Ich nehme Sie auf jeden Fall mit ins Krankenhaus. Akzeptieren Sie das jetzt? Man wird ja wohl noch fragen dürfen. Ja. Wir bekommen hier eine Lieferung und ich brauche den Platz. Bitte räumen Sie hier frei und sehen Sie zu, dass Sie aus dem Raum kommen. Ja, die Situation ist nicht zu unterschätzen. Schließlich ist Frau Schuster ja im 6. Monat schwanger. Gott sei Dank konnten wir keine äußeren Verletzungen feststellen, aber ob mit dem Baby alles in Ordnung ist, klären wir jetzt im Krankenhaus. Die 31-jährige Marion wird sofort von Kopf bis Fuß untersucht und hat Glück im Unglück. Ihrem ungeborenen Kind geht es gut. Ihre Kollegin und Freundin Gina Wolters hat sie noch am Nachmittag im Krankenhaus abgeholt und bringt sie nun nach Hause. Der Sturz war ein großer Schock für Marion. Sie hat sich bisher viel zu viel zugemutet. Doch damit ist ab heute Schluss. Weißt du, ich bin die ganze Zeit überlegen. Der Arzt im Krankenhaus meinte, ich hätte Vorwehen. Ich bin noch erst im 6. Monat. Das ist doch viel zu früh. Na, vor allen Dingen, das kann ja zur Fehlgeburt werden, ne? Ja, genau. Und deswegen steht mein Entschluss auch fest. Ich werde mich krank schreiben lassen. Echt jetzt? Ja. Na, du bist ja mutig. Was meinst du, was der Chef dazu sagt? Ist mir ehrlich gesagt egal, was der Heinze sagt. Weißt du, ich habe auch gar keine andere Wahl mehr. Wenn ich so weitermache, dann passiert noch was. Ich werde mich morgen früh krankschreiben lassen. Der flippt aus, wenn er die Krankschreibung bekommt. Aber hundertprozentig. Ja, das ist mir doch egal. Und so geht's einfach nicht weiter. Und Lars muss auch was machen. Also ich ziehe echt den Hut vor dir. Aber jetzt mal was ganz anderes. Was ist denn eigentlich mit Lars? Ich meine, irgendjemand muss ja irgendwie ein bisschen Geld nach Hause bringen. Ja, Lars. Der sucht angeblich schon seit 2 Jahren einen Job. Seit 2 Jahren. Okay, aber ich meine, der hat da ständig irgendwelche Vorstellungsgespräche. Ach, aber kommt ja nie was bei raus, komischerweise. Nicht? Nein. Meinst du, der lügt dich an? Natürlich lügt er mich an. Weil ich weiß auch nicht mehr, was ich glauben soll. So, wenn man vom Teufel spricht. Ach, super. Ach, was ist denn hier los? Wie, was ist denn hier los? Hat euch der Sklaventreiber zur Abwechslung mal früher nach Hause geschickt? Schön wär's. Ich bin von der Leiter gefallen. Was? Ja, nicht was. Ich war sogar im Krankenhaus. Und wieso sagst du mir nicht Bescheid? Ich habe versucht, dich anzurufen, aber dein Handy war aus. Ach so, ja. War aus. Ich war ja auf Jobsuche. Ja, auf Jobsuche. Lars, du musst dir unbedingt einen Job suchen. Ich kann so nicht weitermachen. Ich riskiere eine Fehlgeburt. Und mal ganz ehrlich, interessiert dich das gar nicht, wie es unser Kleinen geht? Marion, du weißt, wie ich zu dem Thema Schwangerschaft stehe. Weißt du, such dir Arbeit. Und wenn du es schon nicht für unser Kind tust, dann tust du doch wenigstens für mich. Weißt du, wie ich mir den ganzen Tag den Arsch aufreiße für irgendeinen Job? Das ist nicht so einfach heutzutage, ja? Weil du es nur mit Idioten zu tun hast. Was ich machen kann, mit deinem Heinze mal sprechen, ob er dir mal ein paar leichtere Arbeiten geben kann. Bitte, spinnst du? Dann gehst du dahin, ihr kriegt euch in die Wolle und prügelt euch noch, oder was? Ich kenne dich doch. Nee, ganz bestimmt nicht. Weißt du was, Gina, ich pack meine Sachen, ich schlaf bei dir. Und du? Beruhig dich mal ein bisschen, du musst dich noch ein bisschen schonen. Überleg und denk genau drüber bei meine Worte nach. Du siehst zu, dass du dir einen Job suchst. Endlich, geh los. Das geht so nicht weiter. Ja. Ich glaube, du solltest wirklich langsam was tun. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Oh, ey, wirklich. Ich bin so enttäuscht von Lars. So ein Unfall hätte ihm doch die Augen öffnen müssen. Und nach 2 Jahren hätte er endlich einen Job finden müssen. Er muss endlich Verantwortung übernehmen und nicht mein Kind und mich im Stich lassen. Baby, that's just the way it is, baby.
So will Marion nicht mehr weitermachen. Sie packt ihre Sachen zusammen und übernachtet bei Gina. Außerdem lässt sie sich am nächsten Morgen krankschreiben. Die Schwangere muss endlich ein wenig zur Ruhe kommen und braucht dringend eine Verschnaufpause. Das will sie ihrem Chef Ansgar Heinze persönlich mitteilen und geht zu ihm ins Büro. Hallo, Herr Heinze? Ja? Soll ich vielleicht später noch mal wiederkommen? Nein, kommen Sie nur herein. Ich habe gehört, Sie wollen sich krankschreiben lassen. Ja, also mein Arzt hat gesagt, dass das im Moment besser ist. Und ich wollte Ihnen das gern persönlich sagen. Ja, sehr freundlich von Ihnen. Und auch überaus passend. Denn ich habe auch etwas für Sie. Was ist das? Frau Schuster, haben Sie etwa geglaubt, dass Sie mit Ihrer Schwangerschaftsnummer bei mir durchkommen und zu Hause bleiben können, wie es Ihnen blieb? Schwangerschaftsnummer? Ich bin von der Leiter gefallen. Ich hatte doch gar keine andere Wahl. Ich kenne meine Angestellten. Schwänzen, schwänzen, Geld kassieren. Ja. Ich bin, seit Jahren bin ich bei Ihnen und immer war ich pünktlich, ich war immer zuverlässig. Ich lasse mich doch jetzt nicht so von Ihnen behandeln. Das erzählt doch jeder. Wenn niemand im Unternehmen mehr arbeitet, dann wird es auch nicht weitergehen. Seit Sie diesen Braten in der Röhre haben, passiert doch bei Ihnen gar nichts mehr. Meinen Sie, ich mache das einfach so zum Spaß? Darf ich dann gehen? Nein, Herr Kolb, Sie bleiben bitte hier. Sie sind mein Zeuge. Was? Ja, mein Zeuge dafür, dass ich Frau Schuster die schriftliche Abmahnung soeben korrekt übergeben habe. Nein, damit habe ich lieber nichts zu tun. Herr Kolbe, Sie haben es gesehen, also sind Sie Zeuge. Oder wollen Sie jetzt auch aufmucken, wie es Frau Schuster in letzter Zeit gerne tut? Nein, ich gehe, glaube ich, besser wieder an die Arbeit. So, Frau Schuster, gibt es zwischen uns noch was zu bereden? Haben Sie noch Fragen? Ja, das werde ich mir von Ihnen nicht reden lassen. Bitte verlassen Sie mein Büro. Ich war immer da und verlassen das ist der Sie das Dank. Büro. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Seit Jahren bin ich in dieser Firma. Immer engagiert, immer zuverlässig. Und dann bekomme ich das hier. Eine Abmahnung. Marion ist entsetzt und kann nicht fassen, wie Ansgar Heinze sie behandelt. Sie ruft sofort ihre Freundin Gina an, die ihr rät, sich von einem Anwalt beraten zu lassen. Noch am gleichen Tag macht die Lageristin einen Termin mit Ralf Vogel aus, den die beiden Frauen am Nachmittag aufsuchen. Auch der Jurist kann kaum glauben, was er zu hören bekommt. Von der Leiter gefallen? In Ihrem Zustand klettern Sie auch auf der Leiter. Naja, ich muss ja Geld verdienen. Ja, das Problem ist ja, dass Ihr lieber Freund Lars seit 2 Jahren zu Hause ist und dadurch natürlich auch keine Arbeit findet. Wissen Sie, ich glaube eigentlich gar nicht mehr, dass er wirklich nach Arbeit sucht. Ich glaube, dass er gar keine Lust hat, arbeiten zu gehen. Dann denke ich, sollten wir mal ganz dringend mit ihm sprechen, wie er Sie unterstützen kann. Aber was anderes macht mir ja viel mehr Kopfschmerzen. Sie haben eine Abmahnung erhalten und Sie haben ja am Telefon gesagt, dass Ihr Chef andere Angestellte unter Druck setzt, damit die gegen Sie aussagen. Ich finde es so ungerecht. Ich habe doch immer mein Bestes für die Firma getan. Das mit der Abmahnung ist auch wirklich komisch. Also Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie nicht die erforderliche Leistung bringen und dass Sie absichtlich von der Arbeit fernbleiben. Unentschuldigt. Das ist doch gelogen. Naja, und zu einem Überfluss wirft er mir auch noch vor, dass ich mit Absicht von der Leiter gefallen bin, nur um mich krank schreiben zu lassen und zu Hause zu bleiben. Hey, das stimmt doch alles nicht bei dieser Abmahnung. Die ist unwirksam in meinen Augen. Denn schließlich war das eindeutig ein Arbeitsunfall. Und zweitens haben Sie eine Krankschreibung von einem Arzt. Also bleiben Sie nicht unentschuldigt von der Arbeit fern. Wissen Sie, er hat mir gesagt, ich soll auf die Leiter steigen. Und ich war so blöd und bin da wirklich raufgestiegen. Machen Sie mal keinen Vorwurf. Wenn man Angst hat, den Job zu verlieren, macht man viel Unfug. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass wir diese Abmahnung unbedingt aus Ihrer Personalakte entfernen lassen müssen. Aber sagen Sie mal, was meinten Sie noch über Ihren Ex-Freund? Wie soll ich sagen, das mit Lars ist alles super schwierig. Eigentlich bin ich diejenige, die arbeiten geht, das ganze Geld ranschafft. Ich zahle die Miete alleine, ich gehe einkaufen und den ganzen Haushalt muss ich auch noch alleine machen. Wissen Sie, seit über 2 Jahren ist er schon arbeitslos. Angeblich sucht er was. Ich bin mir bei dem gar nicht mehr so sicher. Ich war wirklich mal verliebt in ihn. Nun ist für mich alles gar nicht mehr klar. Ich habe auch das Gefühl, umso mehr ich ihn bedränge, umso weiter entfernt er sich. Was würde ich denn machen ohne ihn? Wie soll meine Kleine und ich über die Runden kommen? Nun gut, aber schauen Sie mal, Ihr Freund ist als Vater Ihres Kindes dem Kind ja zum Unterhalt verpflichtet und Ihnen gegebenenfalls auch zum Schwangerenunterhalt. Super, dann wird doch alles gut. Naja, so super ist es aber auch nicht, denn schließlich muss er auch was besitzen. Einen nackten Mann können Sie nicht in die Tasche greifen. Aber eins nach dem anderen. Ich schlage vor, ich spreche erst mal mit Ihrem Chef und dann können wir vielleicht mal auch Ihren Freund und zur Brust mit dem sprechen. Ja, und dann werden wir schon ein paar Sachen klären. Ich denke, ich bringe Sie noch zur Tür und sonst alles weitere klären wir telefonisch. Frau Schuster braucht jetzt wirklich dringend Unterstützung. Denn diese Abmahnung von ihrem Chef, die halte ich schlichtweg für unwirksam.
Nach dem Termin fährt Gina ihre Freundin nach Hause. Die Schwangere hofft, dass Rechtsanwalt Ralf Vogel ihren Chef in einem Gespräch zur Vernunft bringen kann. Doch als sie in ihre Wohnung kommt, erwartet sie schon die nächste böse Überraschung. Was ist das? Hier stinkt das wie eine Räucherhöhle. Was ist denn hier passiert? Das stinkt ja. Was ist denn hier passiert? Oh, und seine Scheiße hat er auch nicht weggeräumt, dieser Idiot. Immer das Gleiche mit ihm. Jetzt muss ich ihm auch noch seine Scheiße dahinterher. Du musst jetzt nur noch die Hose aufheben. Bist du denn des Wahnsinns? Weißt du was? Lass den Scheiß. Echt, das kann er alleine machen, wenn er wiederkommt. Ich glaube, ich muss was essen. Ich muss an die Kleine denken. Ich gehe jetzt mal in die Küche und guck, was wir da Schönes haben. Ich denke, das ist eine sehr gute Idee. Ja. Was ist denn da Schönes? Oh, ist der von Lars? Ich glaube. Ja. Echt? Und? Essen ist im Kühlschrank, Schatz. Ich habe heute ein Vorstellungsgespräch. Sieht gut aus, bis später. Einmal eine Ansage gemacht und gleich um 180 Grad gedreht, oder wie? Das wäre schön. Weißt du, nachdem ich den Mut hatte, ihnen eine Ansage zu machen, muss ich jetzt echt stark sein und das weiter durchziehen. Und weißt du, bevor er arbeitslos geworden ist, war er so ganz anders. So total verliebt und er hat sich voll um mich gekümmert und war immer da und ja, auch so liebevoll. Und jetzt? Ja, aber im Grunde genommen war ja der Zettel schon mal ein super Anfang, oder? Findest du nicht? Ja, ein Anfang. So, und da du so schön dein Bäuchlein weiter streichelst, guck ich jetzt mal ganz neugierig in den Kühlschrank, was er denn Tolles gekocht hat. Dann hol ich mal was zum Rausholen. Oh, okay. Mal gucken, ob du das mit der Gabel überhaupt hochkriegst. Ich wusste gar nicht, dass er so gut kochen kann. Ich trau mich. Mhm. Und? Oh, dein Gesichtsausdruck. Sieht gut aus. Sei mir nicht böse. Ich bestelle uns eine Pizza. Die Aktion mit dem Zettel war wirklich süß von Lars, aber ich glaube nicht, dass das die ganze Wahrheit ist. Da stimmt was nicht. Und ich würde schon gerne wissen, wo er sein angebliches Vorstellungsgespräch hatte. Herz über Kopf. Marion weiß, dass Lars große Probleme mit Autoritäten hat und sich nicht unterordnen kann. In Sachen Jobsuche hat sie deshalb kein gutes Gefühl. Zu Recht. Auf dem Heimweg hat ihre Freundin Gina Lars auffälligen Roller in einer Seitenstraße entdeckt und Marion informiert. Die Schwangere will jetzt wissen, ob er sie belogen hat und folgt der Spur. Die Adresse kennt sie bereits. Guck mal hier, hier wohnt dieser Jordan Hinrichs, der Freund von Lars. Ach, ist ja interessant. Ich sag ja, du solltest dir das da hinten mal angucken. Das werde ich tun, ich sag's dir. Ich bin aber echt gespannt. Langsam, langsam. Ich glaub's ja nicht. Was wird das hier? Wie? Was ist denn los? Was machst du denn hier? Kommst du denn hier? Ich dachte, du wärst beim Vorstellungsgespräch. Was für ein Vorstellungsgespräch? Dann nehmt doch die Bestimmung. Schon wieder die Diskussion. Okay, was hätte ich machen sollen? Weißt du, wie du mich unter Druck gesetzt hast mit diesem Such dir einen Job oder ich hau ab, Scheiß? Ja? Ich musste mit irgendjemand mal reden. Ja, irgendjemand. Und was bin ich? Niemand, der für dich da ist? Weißt du, echt, du verstehst mich einfach nicht. Du motzt den ganzen Tag immer nur rum. Ganz ehrlich, ehrlich, ich muss auch mal was anderes machen. Ja, das sind wahrscheinlich bei dir die Hormone, keine Ahnung. Die Hormone? Ich war beim Vorstellungsgespräch, ganz ehrlich. Du spinnst doch so? In den Klamotten willst du beim Vorstellungsgespräch sein? Hallo, was gibt's denn da zu lachen? Hey, es gibt heute Dinge, da kann man auch mal ohne Anzug und Krawatte zum Vorstellungsgespräch. Ist ganz lässig und cool. Aber weißt du, was das für Typen waren? Arrogant, mies drauf, so wie Chefs halt so sind. Weißt du, ich hab einfach auf so eine Diskussion keinen Bock mehr. Ey, Jungs, ganz ehrlich, ich bin raus. Ich hab, tut mir leid. Abhauen. Alles, was du kannst. Ey, es hat keinen Bock. Allerletzte. War so schön gewesen, Mann. Das ist wieder so typisch, oder? Es ist klar, jedes Mal haut er ab, weil er nichts anderes kann. Und tut mir weißt du, was das Allerschlimmste ist? Ich hab echt gedacht, diesmal ist alles anders und er ändert sich endlich. Aber auf mich kannst du immer zählen. Ich bin immer für dich da, okay? Also Kopf hoch, das schaffen wir. Ja? Zum Glück. Ist gerade echt schwer für mich. Ich habe ja schon geahnt, dass Lars sich nicht so einfach ändern würde. Naja, wenigstens habe ich jetzt Gewissheit und irgendwie tut's trotzdem weh. Was wird denn jetzt aus meiner kleinen Familie? Also in Marions Haut möchte ich echt gerade nicht stechen. Das muss sowas von hart sein, aber sie hat bisher alles geschafft. Also wird sie alles Weitere auch noch schaffen. Und das auch ohne Lars.
Dennoch hängt Marion sehr an Lars. Sie weiß nicht, dass sich der 49-Jährige eigentlich nur geschmeichelt fühlte, als sie sich vor 2 Jahren als jüngere Frau für ihn interessierte. Eine Familie wollte er allerdings nie. Nun engt ihn Marions Schwangerschaft ein. Marion hofft, Lars zu Hause anzutreffen und ihre Beziehung vielleicht doch noch retten zu können. Was ist hier los? Du ziehst aus, das war's? Weißt du was? Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ich muss mir für alles und für jeden Schritt rechtfertigen, was ich mache, wer ich bin. Ich will nicht mehr. Ja, was glaubst du denn? Du belügst mich und ich lass mir das gefallen und nimm das einfach so hin? Ich hab dir nichts zu sagen. Du bist sowas von feige. Och, vielleicht wäre es mal ganz schön, wenn du zur Abwechslung mal deine eigene Nase fassen würdest. Du bist seit dieser Schwangerschaft dermaßen unausstehlich. Ich mache mir Sorgen und zwar doppelt. Und dich scheint das ja alles gar nicht zu interessieren. Och, weißt du, dass ich dieses Verantwortungsgequatsche dermaßen leid bin? Ich war von Anfang an dagegen, dass wir ein Kind kriegen. Ich habe gesagt, lass uns einen Hund holen. Aber du musst es ja unbedingt werfen. Weißt du, was ich glaube? Na, sag's mir. Ich bin viel älter als du. Und im Moment vielleicht nicht in der richtig guten Stimmung. Vielleicht verstehst du jetzt, was ich meine. Das ist nicht dein Ernst. Du willst sagen, dass das Kind nicht von dir ist? Genau, sondern vielleicht von irgendeinem dahergelaufenen Gigolo. Weil besonders wählerisch warst du in letzter Zeit eh nicht mehr. Du bist das Allerletzte. Verschwinde, Lars. Damit übrigens eins klar ist, ich zahle nicht einen Cent für so ein Kuckuckskind. Damit was klar ist, Lars? Damit was klar ist, ich sag dir noch einen Satz. Ich brauch dich nicht. Und ich weiß auch genau, warum. Du hast ja sowieso schon einen anderen. Aber übrigens, damit eins auch mal deutlich wird, hier im Schrank kann er nicht sein. Den habe ich nämlich bereits ausgeräumt. Du bist das Allerletzte. Verschwinde. Raus. Hau ab! Das mache ich. Tschüss. Ja, komm bloß nie wieder. Verschwinde. Los. Hau endlich hier ab. Ich dachte echt, ich kenne Lars. Er ist so ein Lügner und so feige. Wie könnte ich mich nur so lange von ihm täuschen lassen? In der Zwischenzeit hat Ralf Vogel einen Termin mit Ansgar Heinze ausgemacht. Marion ist noch immer völlig am Boden zerstört. Im Moment bricht alles über ihr herein, privat sowie beruflich. Die Schwangere ist froh, dass sie auf ihren Anwalt zählen kann. Der Jurist nimmt am nächsten Tag gegenüber dem Chef seiner Mandantin kein Blatt vor den Mund. Es geht um die Abmahnung, die Sie ausgesprochen haben. Aber mal was anderes. Ist das jetzt Ihr Büro hier mitten in der Lagerhalle? Selbstverständlich. Auf die Art habe ich meine Belegschaft jederzeit im Griff. Frau Schuster mit Anwalt. Mir wird Angst und Bange. Was haben wir für ein Problem? Darf ich mich erst mal setzen? Also eigentlich haben wir kein Problem, Herr Heinze. Denn die Abmahnung, die Sie ausgesprochen haben, die ist unwirksam. Und deshalb ist sie umgehend aus der Personalakte zu entfernen. Sie werden doch wohl nicht meine Mandantin unterstellen, dass sie als hochschwangere Frau sich absichtlich von der Leiter geworfen hat und damit das Wohl ihres ungeborenen Kindes gefährdet hätte. Sie würden sich wundern, was die Belegschaft sich heutzutage einfallen lässt, um nicht zur Arbeit kommen zu müssen, trotzdem Geld zu verdienen. Das ist nichts Besonderes. Es ist doch ganz offensichtlich, Sie wollen meine Mandantin unbedingt loswerden. Aber dafür brauchen Sie einen Grund. Und den haben Sie nicht, und den finden Sie auch nicht. Haben Sie denn nie was vom Mutterschutz gehört? Jetzt platzt mir aber der Kragen. Selbst wenn Frau Schuster nicht simuliert, was kann ich dafür, dass Sie sich hinter meinem Rücken schwängern lassen und dann nicht mehr in der Lage sind, Ihre Arbeit vernünftig zu verrichten? Ich bitte Sie, Herr Heinzel, ich glaube, Sie verstehen das nicht. Wenn wir uns hier nicht einigen, das müssen wir auch gar nicht, dann sehen wir uns halt vom Arbeitsgericht wieder. Und da sind Ihre Karten nicht besonders, wenn Sie vom Mutterschutz noch nichts gehört haben, glauben Sie mir. Das sehe ich anders. Vor dem Arbeitsgericht werden wir erst mal darüber sprechen, dass Frau Schuster beim Vorstellungsgespräch nicht erwähnt hat, dass sie vorhat, schwanger zu werden. Entschuldigung. Herr Heinze, das können Sie jetzt nicht ernst meinen. Das Vorstellungsgespräch ist schon Jahre her. Und die Familienplanung, die geht Sie gar nichts an. Die muss meine Mandantin Ihnen nicht mitteilen. Frau Schuster hätte Sie sogar anlügen können über Ihre Familienplanung. Sie hätte bewusst lügen dürfen, juristisch zumindest. Und was soll das für ein Gesetz sein, wenn ich fragen darf? Sollten Sie eigentlich kennen. Das heißt das Allgemeine Gleichberechtigungsgesetz, abgekürzt AGG. Sie als Arbeitgeber sollten das eigentlich kennen. Und um das klarzustellen, meine Mandantin ist krankgeschrieben von einem Arzt. Das bedeutet, sie wird diese Woche, und sie darf auch gar nicht, zur Arbeit kommen. Das wird Konsequenzen haben. Wenn Sie die Abmahnung nicht akzeptieren, dann gibt's halt eine neue. So einfach ist das. Jetzt halten Sie meinen Ball flach. Dann werden wir auch diese Abmahnung vom Arbeitsgericht einfach aus der Akte entfernen lassen. Und wenn Sie meine Mandantin nach der Genesung nicht wieder angemessen beschäftigen,
Ja, dann sage ich Ihnen eins. Dann werde ich hier dem Arbeitsschutz Bescheid geben. Und da haben Sie richtige Probleme. Ich denke, Sie haben keine Fragen, wir haben alles besprochen. Herr Heinze, auf Wiedersehen. Kommen Sie, Frau Schuster, wir gehen. Ja, danke. Danke, dass Sie sich so für mich einsetzen. Herr Heinze hat von Mutterschutz wirklich keine Ahnung. Das ist für ihn als Arbeitgeber wirklich äußerst bedauerlich. Naja, jetzt werden wir schauen, ob er es auf ankommen lässt und vors Arbeitsgericht zieht. Da hätte er ziemlich schlechte Karten. Als ob ich aus reiner Heimtücke schwanger werde, nur mich dann krankschreiben zu lassen, da fehlen mir echt die Worte. Aber der Herr Vogel hat das schon richtig gut gemacht. Heinze war sprachlos. Das habe ich noch nie gesehen. Aber naja, freuen kann ich mich trotzdem nicht so. Weil was wird denn aus der Kleinen und mir so ganz alleine ohne Lars? Ihr Chef, der ist wirklich eine Zumutung. Also den als Chef zu haben, da brauchen wir keine Feinde mehr. Ja? Das reicht ja aus. Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Ich bin gerade nicht so bei der Sache. Geht's Ihnen nicht gut, Frau Schuster? Nein, also nicht wirklich. Ich hatte gestern Streit mit Lars und jetzt ist er einfach ausgezogen. Ja, aber wissen Sie, es tut mir sehr leid, nur wenn ich überlege, was Sie mir über den erzählt haben. Ja, da wundert es mich überhaupt nicht, dass er ausgezogen ist. Wissen Sie, was richtig heftig ist? Der sagt mir doch tatsächlich, dass das Kind nicht von ihm ist. So ein Schwachsinn. Das dürfen Sie sich jetzt nicht zu Herzen nehmen. Das sagt er garantiert nur, weil ich seiner Verantwortung entziehen will. Aber das wird er nicht. Ja, er meinte, er wird kein Cent Unterhalt sein, weil das Kind ja nicht von ihm ist. Frau Schuster, so leicht geht das nicht. Er ist verpflichtet, schwangeren Unterhalt zu zahlen. Und dann später, wenn ihr gemeinsames Kind auf der Welt ist, dann muss er auch für das Kind Unterhalt zahlen. Und außerdem muss er uns offenlegen, was er dort verdient und welche Einkünfte er hat. Also auf den Punkt gebracht, 6 Monate vor der Geburt werde ich verlangen, dass er Unterhalt zahlt. Naja, ich weiß ja nicht mal, wo Lars steckt. Und einen Job suchen scheint er sich ja auch nicht zu wollen. Ich meine, er möchte ja nicht mal zum Arbeitsamt gehen. Ja gut, aber jetzt, wo er ausgezogen ist, da muss er sich ja um was kümmern. Ne? Da muss er irgendwie Geld verdienen. Das klingt ja zu schön, um wahr zu sein. Ich glaube da noch nicht so dran. Ja, und zur Not mal beantragen bei der Vaterschaftsfeststellung. Das ist auch kein Problem, wenn er es weiter leugnet. Machen Sie sich das mal nicht so im Kopf. Wenn wir das machen können, dann auf jeden Fall. Mhm. Lass uns eins am anderen machen. Wir haben Lars, den kümmern wir uns schon noch. Aber jetzt müssen Sie erst mal wieder zur Ruhe kommen, vielleicht ein bisschen ausschlafen und einfach mal einen klaren Kopf bekommen. Sie glauben nicht, wie froh ich bin, dass ich eine Woche erst mal zu Hause bleiben darf. Das war alles zu viel in letzter Zeit. Ja. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, Frau Schuster. Und jetzt schlage ich vor, jetzt bringe ich Sie erst noch zum Auto. Und dann zu Hause lassen Sie es gut gehen. Ja. Kommen Sie. Danke. Dass es meiner Mandantin jetzt richtig schlecht geht, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei dem ganzen Stress, den sie hat. Ich werde mich jetzt erst mal um diesen windigen Ex-Freund Lars kümmern. Bei dem, was mir meine Mandantin erzählt hat, wird der noch nicht weit gekommen sein.